Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Medieval Dynasty und einem Barfuchs im Mittelalter. Ihr seht schon, heute ohne Kopfbedeckung ist es warm. Und ich habe mir extra die Arme abgenommen, damit es nicht so eine komischen Überblendungen gibt durch den Greenscreen. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. So, ich habe gerade festgestellt, unsere Feldarbeiter sind mit der ganzen Feldarbeit tatsächlich durch. Alles, was sie machen konnten, haben sie gemacht. Wir haben aber noch Weizen. Und jetzt habe ich mir gerade so überlegt, Weizen ist ja ein Wahnsinnsverkaufsschlager, dass wir einfach noch mal eins anlegen. Ein schönes Weizenfeld. So. Und zwar von hier aus. Wir haben ja hier genügend Platz geschaffen schon. Gucken mal nach, wie groß wir das Ganze machen können. Sehr gespannt. Da ist natürlich der Baum. Da haben wir. Was haben wir da? 12x12 Feld. Das ist doch gut. Da haben die drei noch ein bisschen was zu tun. Ich gehe mal davon aus, dass sie da auch rankommen werden. Wir werden jetzt gleich mal sehen, dass wir dann dort auch... Moment, das hier ist das Feld Nummer 21. Sollen wir gleich mal richtig zuweisen. 21, dicht genug dran ist es. Okay. Gehen wir ihm gleich mal den Namen wieder. So. Weizen. Das noch haben wir ihn nicht, aber gleich haben wir ihn. Das ist alles sehr schön geworden hier. Bin immer noch ganz begeistert von. So. Da haben wir noch mal ein Weizenfeld mit 144. Und ihr seht schon, soweit ist das alles in Ordnung. Hier haben wir immer noch dieses Problem mit der Entfernung. Und der Flachs hat auch nicht ganz ausgereicht, aber es liegt daran, dass wir hier halt schon ein 100er Feld haben und hier nochmal ein 63er. Deswegen werden wir das 90er wahrscheinlich doch erstmal abreißen. Oder zumindest nicht zuweisen, wäre ja eigentlich eine Idee. Aber das können wir erst machen, wenn die Ernte vorbei ist. Danach würde der Flachs sowieso nicht gleich wieder angebaut werden. Und jetzt werden wir die Gebäude, die wir gestern vorbereitet haben und vorgestern, die werden wir jetzt endlich mal fertig bauen. Damit wir uns nochmal umgucken können, welche Häuser wir zuerst abreißen und wem wir umziehen lassen. Ja, also wir haben schon einiges zu tun. Quasi Rundhölzer liegen hier einfach mal rum. Auch schön. Boah, kann man sich doch einfach mal drüber freuen. Die Scheune hier mal bauen. Ansonsten läuft es eigentlich mit der Verarbeitung momentan alles sehr rund. Kann mich nicht beklagen. Ja, unsere Dorfbewohner können sich nicht beklagen. Das sieht alles sehr gut aus. Essenstechnisch habe ich jetzt gar nicht geguckt, muss ich ehrlich sagen. Weil ich da mal so ein bisschen Angst vor habe. Aber es geht. Es geht. Und wenn jetzt dann nachher die großen Felder wieder abgeerntet sind, also auch die Mohn, Kohl und so und Zwiebeln, dann sieht es natürlich auch gleich wieder ganz anders aus. Fällt mir gerade ein, ich weiß gar nicht, ob unsere Rosi. Ups. Wow. Okay. Ich glaube, sie steht mitten im Haus. Tatsächlich. Sie ist ins Haus gebeamt. Oh mein Gott. Oh, sie. Leidenschaftlicher Einbrecher. Hat sie mir nie erzählt. Jetzt kommt sie natürlich aus dem Haus nicht mehr raus. Das ist auch cool. Mal sehen, wenn wir weiter weg sind. Da muss man so ein bisschen aufpassen. Die Rosi ist da sehr eigen. Sie spielt zu gerne mal in irgendwelchen Gebäuden drin. So, sie hat nichts mehr drin. Das heißt, wir können ihr wieder ein bisschen was einpacken. Warum ist hier das Feuer schon wieder aus? Also mal gleich anrufen. Da gucken wir mal. Also ihr seht schon, wir bekommen jetzt hier auch unsere Bronzewerkzeuge, alles vernünftig. Auch einfache Taschen haben wir noch ein paar da. Da wird es ja dann Zeit für die Leinenernte, damit wir wieder Leinsamen haben, damit wir wieder Flachs haben und daraus wieder, also Flachsernte so rum, damit wir wieder Leinengewebe und so herstellen können. Da sieht es momentan tatsächlich ein bisschen mau aus. Aber ansonsten können wir uns eigentlich nicht beklagen. Die Leute haben alle gut zu tun. So. Nehmen wir gleich mal 100 raus. Sie hat es nicht ganz geschafft, aber fast. Das macht aber nichts. Wir können ja zum Pferd transferieren. So. Ja, tut mir leid.
Aber du musst halt wieder ein bisschen arbeiten. Und da unten haben wir ja auch noch. Ach, ich gehe gerade zur falschen Seite. Ich habe mich gerade gewundert, warum da jemand reingegangen ist. Scheinen sich wohl schon die neuen Gebäude anzugucken. Da gibt es ja da irgendwelche Wünsche und Vorlieben, wer wohin ziehen möchte. Weil das war ja noch nicht fertig da hinten. Da natürlich auch noch benennen, die anderen Häuser. Aber das kriegen wir alles hin. Das ist nicht das Problem. Warum habe ich jetzt nicht gleich Strom mitgenommen? Das hätte ich doch machen können eigentlich. Naja. Ups, muss ich ran. Oben noch einen offen oder nicht? Doch, da ist noch einer offen. Aber sonst müsste ich alles erwischt haben, jawohl. Holen wir nochmal eine Fuhre Stroh. Interessanterweise habe ich auch jetzt noch keine Runde gemacht wegen Tierfutter. Das werde ich noch machen. Denn da gab es bis jetzt keinerlei Meldungen, ob da irgendwelche Probleme sind. Ich traue dem Frieden nicht so ganz. Aber ich denke mal, da sollte alles gut sein. Scheint halt genauso so zu sein, dass sie die Tröge immer wieder auffüllen können. Aber es liegt halt nie irgendwas drin im Lager. Weil das gleich wieder verbraucht wird. Und Dünger funktionieren auf jeden Fall momentan. Heißt, wir können uns erstmal auf alle anderen Sachen so ein bisschen konzentrieren, wenn das mit den Feldern soweit klappt. Ich bin gespannt, ob sie das letzte Feld jetzt noch durchgedüngt bekommen für den Weizen. Aber das wird schon. So, dann haben wir dann eine Scheune fertig. Jetzt ist natürlich auch wieder die Frage, hier steht jetzt die eine Scheune und da steht die andere Scheune. Ich könnte mir vorstellen, dass die jetzt wieder dann oben an die Felder vielleicht gar nicht ranreicht, so richtig. Aber das können wir nur ausprobieren, indem wir unsere Leute aus der Scheune abziehen und da reinpacken in die neue Scheune. Mal gucken, das hier ist Scheune 2, das ist die, die wir jetzt gerade... Das muss die mit unserer einen Arbeit drin sein, genau. Da fehlen Hacke, Tasche, Sichel, Sense. Sie hat keinerlei Ressourcen. Ach, sie braucht ja auch keine Ressourcen. Und sie ist. Ach, Havakon. Ja, das ist ja immer das Gleiche. Das ist aber nicht so schlimm. Allein war ja keiner mehr da. Nee. Das lassen wir so eingestellt. Lassen wir erstmal so eingestellt. Genau, und die vier sollen umziehen. So, das muss ich dann wieder von den Leuten ausgehend machen. Hey. Ich darf mal aufpassen, dass sie die richtigen erwischen. So, hier haben wir einen Landwirt. Der ist in der richtigen Scheune und muss in die andere Scheune. Da soll er rein. Da war ein Landwirt, dann wird auch wieder ein Landwirt erstmal. Da der Xabor. Könnte natürlich auch einfach die andere Scheune abreißen. Und würde dann sehen, wer keine Arbeit hat. Aber das war ein Scheunenknecht, ne? Ja. Will ich gar nicht unbedingt. Die Arvina ist auch noch, genau. Auch noch in die Scheune. Als Bird. Ich glaube, das waren sie, ne? Ich möchte meinen, das waren alle aus der einen Scheune. Zack, zack. Oh ne, einer ist noch. Einer ist noch. Aber jetzt will ich mal was gucken. Und zwar... Gut, den können wir natürlich auch so entfernen. Könnte ich hier in die Scheune 1 gehen und könnte einfach einen freien zuweisen. Wo ist er? Da ist er. Weil ich jetzt gar nicht genau weiß. Habe ich jetzt nicht geguckt. Man hätte ja mal gucken können, ob man direkt von einer Scheune zur anderen Scheune einfach hier rüberziehen kann. So, raus sind sie alle. Das heißt, wir können die Scheune hier schon mal entfernen. So.
bloß hier in der Gegend rumstehen, das gute Stück. Andere Seite haben wir schon abgesichert, was die Scheune angeht. Und jetzt fehlt uns oben noch die Scheune. Für Felder, die da hinten rausbauen wollen, eventuell. Ich bin überlastet. Sagen wir mal. Können wir gleich zum Haus gehen. Können das irgendwo verarbeiten. Habe ich Stöcker auch mit bei? Ne, ich glaube nicht, ne? Ne. Ja, die Schweinchen fühlen sich in ihrem kleinen Gehege sehr wohl. Auch die kleinen Ferkelchen finde ich total süß, wenn die da drin rumtoben. Und die Schafe haben sich noch nicht so wirklich mit der Situation abgefunden. Die laufen immer noch wild durch die Gegend. Ein, zwei bleiben drin, aber der Rest rennt dann immer. Ah ja, die ist auch auf dem Weg. Alles klar. Ich denke mal, da werden wir vielleicht das Gatter noch ein bisschen größer machen müssen. War auch kein Problem. So, jetzt hier weiter mit dem Mäuschen. Ja, doch mal auf zu blöcken. Tut doch keiner was. Ihr könnt doch laufen, wenn ihr wollt. Okay. Ach so, jetzt. Okay, alles klar. Das ist das Lebensmittellager 2 hier, was ich gerade baue. Ich wundere mich gerade, warum das Haus an so einer seltsamen Stelle eine Tür hat. Aber keine Rundhölzer mehr. Und auch keine Bretter mehr. Da ich ohnehin beides brauche, brauche ich mir noch nicht die Rosi holen. Moment, ich hätte ja auch mal gucken können. Wir haben hier Bretter drauf, das ist das gute Dach, richtig? Das sind 72 Bretter, die wir da brauchen. Jetzt weiß ich immer nicht, hier sind es glaube ich zwei Abschnitte, oder? Das wären dann 24. Dann wären wir bei 96, also 100 Bretter können wir herstellen. Erstmal schon. Aber vorher sollten wir vielleicht mal einen Schluck trinken gehen. Ich hoffe ja, dass sie wirklich mal irgendwann einen Brunnen reinbringen ins Spiel. Denn immer das Gelaufen zum Wasser ist anstrengend. Nach dem Trinkschlauch-Kram habe ich auch immer keine Lust. Apropos Trinkschlauch, den müsste ich mal wieder füllen. Falls ich überhaupt noch einen habe. Ach doch. Ach, den hatte ich schon gefüllt, okay. Weil wir hatten ja öfter mal die Quest, dass wir Durst löschen sollen. War mir jetzt nicht sicher, ob ich den dann wieder gefüllt hatte. So, ein Happenessen können wir auch noch, falls wir noch was haben. Haben sogar noch was. Da bin ich ganz froh, dass die Jahreszeit rum ist. Weil dann natürlich die Ernte ansteht. Na, ihr müsst mal ein bisschen mehr Wolle produzieren. Wir wollen viele Lampen haben. Elzen sind sie ja nicht gerade in der Wollproduktion. Vielleicht liegt das aber auch am Betreuer. Mal gucken. So, 100 Bretter wollen wir machen. Das heißt 50 Rundhölzer. Da holen wir uns die Rosi her. Schon wieder innen drin, ne? Na klar. Ach, da um die Ecke. Versteckt sich, habt ihr gesehen? Wie sie so ganz heimlich um die Ecke guckt. So, 50 Bretter brauchen wir. Nice. Dass ich sehr beladen bin. So. Das dauert wieder eine Weile. Ihr wisst ja Bescheid. Wir sehen uns gleich, wenn die Bretter durch sind. So, gerade fertig geworden mit den Brettern. Die werden wir jetzt mal schnell zur Rosi rübergeben. Dann müssen wir noch eine andere Sache machen. Die ist mir, da habe ich gar nicht dran gedacht, denn wir müssen natürlich in der neuen Scheune auch noch einstellen, was die Leute da machen sollen. So. Ich denke mal, wir werden hier mal wieder ein bisschen Mehl herstellen lassen. Denn das werden wir jetzt ja bald brauchen. Nur aufpassen, welches Mehl. Richtige nehmen. Dünger. Mal gut. Weiß gar nicht. Ich glaube, Verdorbenes haben wir auch schon wieder rumzuliegen. Aber da brauchen wir nicht so viel reinmachen. Da haben wir ja nicht. So viel Verdorbenes hat man ja aber nicht. So, da müssen wir natürlich wieder Weizenkorn. Weiß, Haferkorn ist gerade nicht da, aber trotzdem. Obwohl. Geht gar nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Machen wir das so erstmal. So.
sogar noch mal 5 runter. Setz sie erstmal hier rein. Dann müssen wir mal in der anderen Steuerung gucken. Da war nämlich auch kein Leinsamen eingestellt. Hier mal ein bisschen runter. Müsste sich eigentlich immer noch ausgehen. Ich weiß, es ist gerade kein Leinsamen da, aber so. Wenn er wieder welcher da ist, dann gibt es keine Probleme. Ich denke mal, das funktioniert. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Also, dass sie auch damit klarkommen, wenn sie mal eine Weile nichts haben und sich dann auf andere Sachen konzentrieren. Oh. Wir hatten ja gesagt, wir machen alle Gebäude fertig, die wir so angefangen haben. Das sind ja einige. Unter anderem hier auch unser kleiner Grabungsschuppen. Den werde ich jetzt gleich mal machen. Dann kann ich mich den anderen abreißen, sobald ich unseren Kollegen hier reingesetzt habe. Dann steht ja auch schon nicht mehr im Weg. Langsam frei. Die Werke müssen wir natürlich noch wieder umbauen. Aber das ist alles nicht so schlimm. Da gibt es Schlimmeres. So, und jetzt wollten wir ja mal gucken. Und zwar, wenn wir in den neuen Grabungsschuppen gehen. Wäre dann der hier. Weiß jetzt nicht. Ah ja. Könnten wir denn hier ist dann. Ja, das ist wieder die Frage, welcher Bergarbeiter ist es. Ne? Ich wollte vorher nachgucken. Aber es würde theoretisch, wenn ich das richtig sehe, gehen. Wenn man halt wüsste, wer wer ist. Wir können ja mal gucken, wer jetzt gerade Remuald. Quatsch. Romuald. Romuald ist also unser. Der war hier unten. Da ist er. So. Das haben wir schon mal zugewiesen. Dann können wir hier noch einstellen, was er machen soll. Wir wollten ja viel Stein haben. Nach Möglichkeit. Aber eben vor allen Dingen auch Kalkstein. Mach's mal so. Machen wir 10 aus. Ich finde es ja schön, dass man jetzt in Prozenten runtergehen kann. Ich finde es auch schön, wenn da 2 Pluszeichen und 2 Minuszeichen wären. Einmal für 10 oder 5% und einmal für das 1%. Aber wenn man es dann festhält, geht es ja einigermaßen. Von der Geschwindigkeit her. So, dann waren eben eine ganze Menge Anzeigen. Da fehlen Leute, das ist kein Thema. Häuser sind nicht gebaut. Das will ich nämlich vor allen Dingen loswerden, mal, dass wir hier nicht ständig irgendwas sehen. Die Jagd ist übrigens das da unten, was wir gerade bauen, nicht Lebensmittellager. So, der Romuald, das zieht erstmal um. Das heißt, wir können den hier auch wegnehmen. Das wäre jetzt ja schön gewesen. Einmal schießen dann. Wobei, kann es. Ja, das war der Weg, okay. Wäre doch auch eine schöne Sache, wenn es irgendwie so eine kleine Fläche irgendwo gäbe. Ach, guck. Da ist ein Stein drin. Wie süß. Wenn es so eine kleine Fläche geben würde, wo man dann sagt, hör, alles abreißen. Komm weg. Weg mit dem Ding. So, der Weg kann weg. Ja, du ziehst auch bald um. Alle bald um. Weitergebaut. Ich bin ja immer noch begeistert von der Ecke hier vorne. Also vor allen Dingen von der Innenecke, die entstanden ist. Da habe ich natürlich die ganzen Bretter und keine Stöckchen. Aber wir haben ja hier noch. Was haben wir hier überhaupt? Steinwand, ich wollte gerade sagen. Aber auch ein Steinwandhaus. Können wir ja mal ein paar Balken reinhauen. Und die Rosi ranpfeifen. Wobei eigentlich ist sehr Quatsch. Wir haben ja hier auch noch. Hier wollten wir das Dach machen, ne? Genau, dann machen wir erstmal da die Rundhölzer rein. Holen wir uns die Rosi. Hier hatten wir Steingiebel, richtig? Ja. Oder auch mal was anderes reinmachen. Einfach nur Flechtwand. Wenn es sich gut aussieht, können wir es dann auch wieder ändern. Dass wir halt verschiedene Kombinationen haben. Wird entschuldigt.
So, passiert schon mal. So, dann haben wir ein bisschen Stroh. Weil das brauchen wir. Brauchen wir das für die Jagdhütte auch? Nee, ne? Da war ja Holzdach, genau. Das hier wird ja unser kleines Pförtnerhäuschen. Deswegen lasse ich das Stroh da drauf. Auch mal ganz schön. So, jetzt habe ich natürlich die Holzbalken fast alle verbraucht. Aber hier hatte ich ja schon die reingesetzt, das ist schön. Dafür reicht es noch. So, was genau? Wo ist meine Rosi? Rosi, bring mir Bretter. Sie ist schon wieder reingerutscht irgendwo. Bleibt nicht so. Doch nicht. Da ist er. Ach, sie hat ja auch noch Hunde dabei. Dann geht's ja. So, ich habe keine Ahnung mehr, wie viel das jetzt hier waren. Ich finde es auch schön, dass sie jetzt das Gewicht der Bretter angeglichen haben. Also, dass es jetzt etwas weniger Gewicht für fertige Bretter sind, als für die Rundhölzer. Haben wir zumindest so vor eben. Oh, hier fehlt doch noch eins. Okay. Ein Glück, dass die Rosi ja hierbei hat. Rosi, ich brauche noch ein Holz. Reicht mir. Dann ist Jagdhütte 2 fertig. Dann können wir den Jäger von oben tatsächlich umziehen lassen, weil der kann, glaube ich, von überall aus jagen. Hier, das finde ich gut. Mit Trockengestell. Sehr gut. Wenn da was dran hängt, dann... Könnten wir eigentlich machen. Wir haben ja Salz da. Lass mal ein bisschen gesalzenes Fleisch herstellen. Also nicht gesalzenes Fleisch, sondern Salzfleisch natürlich. Ist ja ein Unterschied, ob ich ein Steak ein paar Krümelchen Salz drauf mache oder ob ich ein Salz einlege. Das ist schon ein ziemlicher Unterschied, glaube ich. So, die braucht man, glaube ich, alle. Aber Moment, jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, ich habe mich doch geirrt. Doch, Tatsache. Also die haben ja ein Gewicht von 2,5 und ein Brett hat ein Gewicht von 1. Ich glaube von 1, ne? Von 1, ja. Also, ich weiß nicht, ob das schon immer so war. Ich möchte meinen, die Bretter waren vorher genauso schwer wie die Rundhölzer. Na toll, jetzt hat man alles und hat keinen Hammer mehr. Hoffentlich kein Problem. Wollen wir mal gucken. Doch, haben wir welche, aber gehen dann auch zur Neige. Sollte ich mir vielleicht auch mal einen Bronzehammer herstellen hier. Keine schlechte Idee. Bei dem Hammerschleiß, den wir hier haben. Ja, auch kein Wunder, ist bei den Mengen an Gebäuden, die momentan hergestellt werden und abgerissen werden wieder. Ja, komm. Haben wir Jahreszeitwechsel? Das heißt, wir brauchen nichts zu essen und zu trinken. So, noch ein paar Rundhölzer. Ich glaube, Bretter müssen jetzt alle sein, ne? Die Bretter übrig, warum das? Ach ja, stimmt, ich habe ja 100 hergestellt, keine 96. Da war ja was. Oh, sie lassen noch Rundhölzer, gib mir die mal her. Da bauen wir auch gleich noch, wenn wir schon dabei sind. Mal alle drin. Komplettes Strohhäuschen noch. Ja, kein Stroh ist ja Flechtwand. Die besteht ja aus Stöcken, nicht aus Stroh. Aber hat halt was von den drei kleinen Schweinchen mit dem Strohhaus. Bisschen. So, ich werde euch mal wieder Licht anmachen, damit ihr auch was seht. Da brauchen wir jetzt Stöcke und Steine theoretisch. Mal gucken, wie es da überhaupt aussieht. Ich habe gar nicht geguckt.
Böcke sieht tatsächlich ganz gut aus. Boah, Steine, das geht. Es gibt ehrlich. Da könnten wir eigentlich alle mitnehmen. Die Rosi hier pfeifen. Jetzt fährt es so weit entfernt. Lass doch mal rankommen. 12 Meter. Ah ja. Muss jetzt erstmal einen Weg finden, wa? Ja. Auch nicht mehr die Jüngste, die Rosi. Darf sie auch mal ein bisschen Zeit lassen. So. Hat auch seinen Vorteil, wenn man mal so von allen Häusern eins baut, die dann vielleicht auch nicht beziehen lässt. Man könnte dann nämlich auch mal wunderbar nachvollziehen, wie die Isolierung der einzelnen Häuser ist. Einfach um zu sehen, wie groß der Unterschied wirklich ist zwischen Stein und Holz und zwischen Holz und Flecht und so weiter. Oh, da fehlt sogar noch ein Rundholz. Ein Ding. Ja, ein bisschen schockiert. Lagen hier noch irgendwelche rum? Ah, ist ja gut. Komm wieder runter. Gut, da müssen wir noch ein Rundholz holen. Ein Rundholz. Ah. Erlaub mich im eigenen Dorf. Danke. Schon wieder. Was haben wir eigentlich noch? Naja. So. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Ich will nämlich gleich mal reingucken. Bei dem einfachen kleinen Haus. Das ist es nicht. Es muss ja eins von den neuen sein. Und das hier sein. Isoliert. Also die Dämmung ist bei 50%. Das ist so der Standard, würde ich sagen. 50% ist also die Basis. Und alles, was drüber ist, ist dann durch etwaige Veränderungen der Materialien, nehme ich mal schwer an, zumindest. Und das auch so, Rosi? Werden wir im Laufe der Zeit dann feststellen, denn wir werden auch ein komplettes Holzhaus bauen, ein komplettes Steinhaus bauen. Die nicht bewohnt sind erstmal. Und dann können wir natürlich mit den Häusern, die wir sowieso da haben, vergleichen. Ein Stückchen in der Tasche. Hab ich. Geht natürlich dann auch schön, wenn man die Häuser nummeriert hat. Wieder einmal durch. Oh, wir haben drin noch die Rundhölzer vergessen. Das geht mir jedes Mal. Dass ich dieses kleine Zwischendach vergesse. Aber in einem Weg können wir dann auch noch machen. Ich glaube, das schauen wir noch, bevor die Zeit rum ist. So. Drei waren es, glaube ich, ne? Dreimal Rundholz, genau. Rosi, komm mal her, du kannst die Steine erstmal wieder nehmen. Aber zu schwer. Hör auf den Kopf zu schütteln, du machst das jetzt. So. Böckchen, die Bretterchen und das Stroh legen wir auch rein. Macht sich tatsächlich ganz gut, wenn man gerade zum Anfang der Jahreszeit in seinem Begleiter, Esel, Pferd, was auch immer, eben die Materialien für eine Reparatur drin hat. Dann braucht man nicht extra zum Lager zu rennen und da alles zu holen. Sondern pfeift sich einfach das Tier ran und kann dann schön reparieren. Dazu haben wir das Tierchen ja auch. Also nicht zum Reparieren, aber um uns zur Hand zu gehen, könnte man sagen.
So. Und noch eins geschafft. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt noch aufmachen. Haben wir überhaupt noch was offen? Ich glaube nicht. Glaube nicht. Das ist doch schön. Wenn dann die Bäumchen davor kommen, dann kommen natürlich die Zäunchen noch hin. Der Knast dabei. 26, das reicht nicht. Wir hatten, glaube ich, auch gar nicht so viele Stöckchen drin jetzt, ne? Da müssen wir aber hier drin lassen fürs Werkzeug. Können ja nicht immer die ganzen Stöcke rausmopsen. Aber ich glaube, ein paar werden wir sowieso noch brauchen für die Reparaturen. Vielleicht mal wieder selber eine Runde drehen und sammeln. Kann ich hier noch 40? Nee, sollten wir wirklich drin lassen. Ein bisschen Reserve sollte schon da sein. Ich bin mal gespannt, wie weit sie jetzt noch mit dem Feld gekommen sind. Fertig werden sie es wahrscheinlich nicht bekommen haben. Aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Ach, guck an. Aber schon gepflügt und vorgedüngt. Aber noch nicht ganz umgehackt. Also sie haben auf jeden Fall wieder in ein Mehrschichtsystem gearbeitet. Einer hat gepflügt, einer hat dann gedüngt und der andere hat umgegraben. Das ist schön. Ich weiß gar nicht, ob man Weizen auch im Sommer anbauen konnte. Das können wir ja mal gucken. Was ist denn? Da. Frühling, Herbst oder Herbst zum Sommer? Und im Herbst wird es dann angebaut. Das erste Mal. Aber bis dahin haben sie das Feld dann auch fertig. Das ist kein Thema. Jetzt können wir noch mal gucken. Wie spät haben wir es? 23.09 Uhr. Das schafft man vielleicht. Einmal ganz kurz gucken wegen Dünger. Wie es damit aussieht. Ja, guckt euch das an hier. Passt. Also wir könnten sogar noch mehr Dünger herstellen, wenn wir wollten. Denn der Dung ist ja auch nicht gerade leicht. Der nimmt natürlich auch viel Platz im Lager weg, aber Lager ist jetzt das kleinste Problem, sage ich mal. So, wichtigstens der Schweinestall. 21%, okay. Also Tierfutter muss, glaube ich, dann doch ein bisschen höher gedreht werden. Nanu, gehen wir durch, danke. Wobei die Schweine natürlich wahnsinnig viel fressen. Ja, hier ist 98%. Na, wo hat denn hier der Zimmermann das Loch gelassen? Da. Ja, haben wir ja noch keine. Können wir noch mal gucken, wie es unseren Gänsen und unseren Hühnern geht. Und dann sollte die Zeit auch rum sein. Vielleicht sogar schon vorher. Ja, komm, Rasimir, ich muss mich hier ein bisschen beeilen. Jetzt 97%. Also es ist tatsächlich bei den Schweinen so das Problem. So wie es aussieht. Eselchen, mal sehen, wie die aussehen. Das ist natürlich auch ganz wichtig, dass die Rosi immer gut versorgt ist. 62. Okay, also soweit sieht es ganz gut aus. Wir müssen das jetzt mal beobachten, wie es bei den Schweinen dann weitergeht. So, alles durchgeguckt haben wir. Und wir haben es 22.54 Uhr. Komm, wir ärgern die mal. Wir gehen mal nach Hause. Stellen uns mal ganz frech neben das Bett. So, jetzt kannst du uns holen, Jahreszeit. Wir sind bereit. Perfekt, das ist Timing. Mal sehen, ob es wieder ein eigenes gibt. Ich habe es geahnt. Ein Junge kam schreiend aus der Stadt in. Ja, Quatsch. Kam schreiend in die Stadt. Was? Wir haben eine Stadt? Okay. Er behauptet, er habe 20 Wölfe in den umliegenden Wäldern gesehen. Deine Dorfbewohner werden langsam nervös. Das sind eine Menge Wölfe, meinte einer. Also, erstmal würde mich interessieren, wie der Junge es geschafft hat, die 20 Wölfe zu zählen. Aber okay. So. Ja, das Kind weg. Okay. Schlechter. Gibt es auch eine bessere Variante? Einschränkung, verstehe ich nicht. Ach so, da müsste ich jagen 4-5 haben, damit ich das machen kann.
Deswegen ist das rot. Och, Mann, das ist sehr ärgerlich. Überleben habe ich mehr als genug, aber jagen noch nicht. Na gut. Ja, also ich verstehe ehrlich gesagt nicht so ganz, wieso es diese Auswahl überhaupt gibt. Denn kein Mensch wird doch wohl freiwillig sagen, ich will, dass meine Arbeiter 45% schlechter arbeiten. Irgendwie noch, wenn sie 10% schlechter arbeiten. Zumindest sehen wir jetzt mal, dass alle arbeiten. Das ist auch schön. Ach, nee, nee, nee. Ich im Jagen nicht gut genug, ein paar Wölfe zu jagen. Tja. Na gut. Habe da schon anderes bewiesen, aber es hat offensichtlich nicht gereicht. So, wir müssen zum Anfang der Jahreszeit wieder mal nachgucken, ob eine der Mamas eventuell wieder arbeitswillig ist. Aber ich glaube nicht. Gut, nächste Station: Häuser reparieren. Da können wir auch gleich ein bisschen. Ich will ja, ich bin mir noch nicht sicher, wie ich sie am besten durchnummeriere. Der Holzschuppen da hinten, der kann, glaube ich, weg. Der nervt nur. Fischer, das ist immer noch kaputt. In der Scheune gibt es was, keine Ressourcen für. Achso, das ist immer das Haferkorn. Ja. Der Leinsamen. Oh, der Leinsamen kommt ja jetzt dann. Tierhaltung. Da haben wir den Kuhstall, der noch nicht gebaut ist. Und hier haben wir einen Stall ohne Betreuer und ohne Tiere. Ja. Das ist der Pferdestall hier oben. Lebensmittellager 1, das ist immer noch das da hinten. Ansonsten ist wirklich nicht viel beschädigt, nicht? Die Fischhütte war schon, das Lebensmittellager war schon. Das ist nur ein einziges Haus, das beschädigt ist. Faszinierend. Einfaches Haus. Okay. Hatten wir zwar eine Menge Wölfe, aber offensichtlich gutes Wetter. Und wir haben einige Quests zu erledigen. Oh, schön. So, reparieren. Ah ja, seht ihr? So, und da kommt die Rosi uns das sehr zugute. Wenn sie denn noch da ist, die gute. Da ist sie. Bretter werden gar nicht reichen, oder? Hier Bretter, ne? Oh, guck mal hier, wie schön das aussieht mit dem Vorgarten, wenn da was drin steht. Na du, Hubert. Pass mal schön auf deinen kleinen Bruder auf. Wie wenn alles da. Da will ich ja dann sehen, dass wir dafür sorgen, in Zukunft, dass diese Felder hier innen drin gar nicht mehr abgeerntet werden, weil ich gerne wissen möchte, ob die Jahreszeiten überstehen. Da. Zipora. Wo die Kids alle herkommen. Also ich weiß schon, wo die Kids herkommen. Nicht, dass ich da jetzt, also, nein, ich habe da schon im Bio aufgepasst, so ist nicht, aber dachte mal, es wäre so, dass die Dorfbewohner sich auch wirklich wohlfühlen müssen, um Kinder in die Welt zu setzen. Also es scheint ja offensichtlich dann in Ariba, scheint ja offensichtlich eine schöne Ecke zu sein. Also nicht in Ariba, aber Ariba selber ist halt scheint eine schöne Ecke zu sein. Ich rede mich schon wieder am Kopf und Kragen hier. Die ganzen Stöcker von der Straße räumen. Stolpert naja noch einer. Und dann gibt es wieder irgendwelche Klagen. So, hier habt ihr noch ein Feuer. Wen haben wir denn da? Movit, weiß ich gar nicht, ob der von uns ist, aber muss er wohl. Rika hat eine Quest. Enrika, was kann ich dir denn Gutes tun? Wolle. Nur Wolle kriegen wir hin. Das sollten wir wohl hinkriegen. Problem beim Nähen. So, was haben wir noch? Also ich finde, heute mache ich auch gleich noch mal heil. Da ist noch jemand im Haus, habe ich das Gefühl. Im Haus? Könnte sie sein. Erstmal durchs Fenster gucken, ob sie auch schon aufgestanden ist. Nicht, dass sie da noch im Schlafgewand rumsteht. Du brauchst dich, wenn du stark machst. Du hast ein Kind im Arm, das ist ja schon klar, oder? Okay, sie hat mindestens aber keine Zeit. Sie braucht also wieder mal Beeren. Können wir davon ausgehen, Beeren und Fleisch. Ich hätte ja die Wölfe gejagt, um Fleisch zu holen, aber offensichtlich traut mir das hier keiner zu. Lass ich das auch. Oh, ist süß. Ah, wieder eine Kinderquest? Was hat Gundolf schon wieder? Der will schon wieder einen Ast haben. Der hat mir letztens bestimmt schon kaputt gemacht.
Blau wie Papa. So, ja, ein paar Bärchen sammeln. Mal gleich nach. Was für Quests wäre. Also Problem beim Leben ist klar. Dreimal Wolle. Okay, das geht. Mündet soll dann fünfmal Fleisch und drei Bären. Gut, dass es gerade Sommer ist. So. Holen wir ein bisschen Fleisch. Und die dreimal Wolle. Mal durchsehen, wo hier was ist. Aber hier oben war das Lebensmittellager. Ne? Das ist ja auch nicht mehr lange. So. Ich glaube, fünfmal Fleisch waren es. Guckt euch mal die Fleischmenge an. Oh Gott, das ist ein... Alter. Ich weiß gar nicht, das Verdorbene... Wieso sind jetzt hier hölzerne Teller drin? War ich das? Mal rausräumen. Könnte sein, dass ich das war. Das wäre es natürlich noch, wenn die hölzerne Teller jetzt im Lebensmittellager landen. Wo sie doch vorher geschrieben haben, dass die... Dass dann nur noch die Sachen landen, die wirklich gegessen werden können. Und vielleicht wäre ja schön. Also eigentlich wäre es mir ganz recht, wenn die da drin landen würden, wirklich. Aber ich denke mal eher, das war ich. Aber ich habe auch schon wieder schön Verdorbenes dabei. Ich habe meinen Rekurfbogen schon mal darüber gepackt, glaube ich, oder? Ich habe meinen noch. Ich habe drei noch. So. Packen wir jetzt mal hier rein. Ich weiß. Obwohl, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das wirklich ins Lebensmittellager gehört. Weil essbar ist es ja noch nicht wirklich. Dann sollte es da auch nicht drin sein. So, Wolle wollten wir haben. Dreimal. Die gute Wolle. Aber was soll's. Das tut man nicht alles. Seine Dorfbewohner. So, hier ist deine Wolle. Wolfram gibt es wieder. Ist auch schön. Das ist mir sogar ganz recht. Ich will die Quest jedes Mal haben. Bitte, bitte. Sonst braucht man nämlich 8-mal Wolle für einen Faden. So, wo ist denn unsere letzte Quest da hinten? Ach ja, stimmt, das war ja die junge Dame im Haus. Mit dem Baby auf dem Arm, die Hilfe eines starken Mannes braucht. So. Auch erledigt. Ja. Da fällt mir ein, Jagdausflug haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Das könnten wir eigentlich in der nächsten Folge mal wieder machen. So richtig intensiv jagen gehen. Fallen könnten wir auch mal wieder aufstellen. Habe ich noch nicht mal alle gelernt, glaube ich. Unser Fischer geht fleißig angeln, das ist auch schön. Natürlich habe ich keinen Strohball. Gehst du ins Wasser? Tatsache. Geht sie mal eben ins Wasser. Ich glaube, 4 oder sowas. Ne? Ach, bin ich mal raus. War das schon alles? Das finde ich aber schön, dass die Reparaturen sich diesmal so stark in Grenzen halten. Finde ich ja toll. Ach, guckt euch das an, wenn man hier so reinkommt. Das hat doch schon was. Oder? Vor allem hier, wie es so hoch geht jetzt dann. Den Dorf, die Dorfstraße. Dorfstraße Nummer 1. So. Das ist das nächste, was weg muss. Damit wir hier endlich mal... jetzt muss ich so erstmal gucken, wo sind wir denn? Da ist der Ausgang. Genau. Hier geht die Straße lang. Das ist das Haus hier, muss noch weg. Steht mitten in die Weg. Das ist das mit der jungen Dame. Dann haben wir hier noch... Die Schneiderei, die weg muss. Oh, ich glaube, wir kommen ganz woanders raus. Da geht es nach Westen. Ne, müsste eigentlich passen. Müsste eigentlich passen. Ja, ja, ich denke schon, das passt. Osten gerichtet. Sollte eigentlich hinkommen. Quasi. Sollte eigentlich hinkommen. Es kann sein, dass er sich um eins versetzt hat oder so. Glaube ich zwar nicht, aber... Das fällt dann auch nicht auf, glaube ich. So, also die müssen auf jeden Fall weg. Das heißt, er kann vielleicht sogar stehen bleiben hier, die Schmiede. Und dann gucken wir mal. Da werden wir dann nämlich die ersten, also hier so, die ersten Marktgebäude unter den Bäumen platzieren. Ich hoffe, das geht hier mit dem Ton einigermaßen. Ich weiß gar nicht, ich habe jetzt keine Rundhölzarbeit, glaube ich. Nee. Gucken wir beim nächsten Mal einfach. Haben wir schon.
auf jeden Fall ist einiges umzusetzen. Das heißt, ich werde mir schon mal Gedanken machen, wo wir die Gebäude hinstellen. Damit wir dann unserem neuen Schema so ein bisschen folgen können. Was das Umrunden des Dorfes angeht und den inneren Kern. So. Das hier wäre tatsächlich machbar. Und ich das auch lieber dann noch ein Stückchen versetzen würde. Könnte man hier nämlich ein Gewerk reinsetzen. Theoretisch. Dann hier wieder. Hier am Rand so. Dann würde aber ein sehr großer Platz entstehen. Ich glaube, wenn wir hier eher noch mal ein bisschen umknicken. Das heißt, die Gebäude kommen ja sowieso weg. Die werden alle noch mal neu gebaut. An einer anderen Stelle. Deswegen müssen wir eigentlich nur im Blick behalten, wie es mit den Ressourcen an sich aussieht. Also gerade mit den Bauressourcen halt Stein. Lehmbewurf wäre natürlich auch toll. Aber Stein sieht ja schon, da hatten wir jetzt gerade erst rausgenommen. Da kommt nicht wirklich viel momentan. Wobei die jetzt auch gerade erst angefangen haben zu arbeiten. Der täglich abgerechnet, so wie ich das sehe. So. Kalkstein, naja. Lehmbewurf, naja. Das ist nicht so großartig. Da werden wir wohl an allen möglichen Ecken Hand anlegen müssen. Produktion etwas nach vorne zu treiben. Ich weiß gar nicht, wie es in der Mine jetzt aussieht. Scheint aber alles ganz in Ordnung zu sein. Die Arbeiter arbeiten. Könnten natürlich mehr sein. Mehr Arbeiter. Wir sind ja noch drei. Die werden wir auch bald möglichst holen. Wir haben immer noch nicht den Kuhstall gebaut. Seit zwei Folgen sage ich, wir bauen den Kuhstall und alles Gebäude fertig. Dann haben wir den Kuhstall wieder nicht gebaut. Ist doch furchtbar. Aber ich werde ihn trotzdem nicht alleine bauen. Wenn ihr wieder da seid. Also in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß. Wenn es so ist, dann wisst ihr, was ihr machen könnt. Lasst mir mal einen Daumen hoch da. Oder wenn ihr noch nicht abonniert habt, natürlich auch gerne ein Abo. Da freue ich mich sehr. Und auch Kommentare sind immer gern gesehen. Und denkt dran, ich nehme jetzt ja nicht mehr im Voraus auf. Sprich, also einen Tag im Voraus, ja. Das heißt aber, eure Kommentare können auch direkt in die nächsten Folgen mit einfließen schon. Ja, alles klar. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.